130 Milliarden Euro. Mit dieser Summe will der Bund die kriselnde Wirtschaft wieder auf Kurs bringen. Mit diesem historischen Konjunkturpaket will man mit Wumms aus der Krise kommen, wie es Bundesfinanzminister Olaf Scholz formulierte. Vor allem die Verbraucher sollen von den Milliarden profitieren. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD einigten sich auf eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer. Konkret soll vom 1. Juli an bis zum 31. Dezember dieses Jahres der Mehrwertsteuersatz von 19% auf 16% gesenkt werden. Der ermäßigte Steuersatz, beispielsweise für Lebensmittel, rutscht zeitweise von 7 auf 5%. Die Haushaltskasse von Familien soll mit einem einmaligen Kinderbonus aufgestockt werden. Pro Kind gibt es eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro. Der Bonus muss versteuert werden, er wird aber nicht auf die Grundsicherung angerechnet. Für Erweiterungen, Umbauten oder Neubauten von Kitas und Krippen soll es eine Milliarde Euro zusätzlich geben, auch um in Corona-Zeiten die Hygienesituation zu verbessern. Um die Löhne von Arbeitnehmern zu schützen, plant die Koalition eine Sozialgarantie 2021. Trotz steigender Kosten für die Sozialversicherungen soll damit eine Steigerung der Lohnnebenkosten verhindert werden. Die Sozialversicherungsbeiträge sollen bei maximal 40% stabilisiert werden. Auch die Kommunen dürfen sich über Hilfen freuen. Hohe Steuerverluste, vor allem bei der wichtigen Gewerbesteuer, will der Bund kompensieren. Mit dem Ziel, dass die Kommunen handlungsfähig bleiben und weiter investieren können. Eine vor allem in Duisburg geforderte Übernahme der Altschulden ist aber vom Tisch. Kleine und mittelständische Firmen sollen von weiteren Überbrückungshilfen profitieren. Mit 25 Milliarden Euro sollen damit Pleitewellen kleinerer Betriebe verhindert werden. Und wie die Industrie- und Handelskammer das Konjunkturpaket bewertet, das bespreche ich jetzt mit dem Hauptgeschäftsführer der niederrheinischen IHK. Dr. Stefan Dietz-Velminger ist mir via Skype zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend. Herr Dietz-Velminger, wie mutig ist das beschlossene Konjunkturpaket? Was sagen Sie? Also es ist jedenfalls in manchen Punkten überraschend und ich würde sagen durchaus positiv überraschend. Das Volumen ist ja riesig mit insgesamt 130 Milliarden Euro verteilt über 2 Jahre. Und manche Aspekte sind positiv überraschend, zum Beispiel das mit der Mehrwertsteuer. Es gab ja vorab die Diskussion, ob einzelne Branchen, zum Beispiel die Automobilindustrie, durch eine Prämie begünstigt werden sollte. Durch diese Mehrwertsteuersenkung ab Juli hat man die Chance, dass alle Branchen gleichermaßen begünstigt werden. Es ist zu erwarten, dass auch diese Mehrwertsteuersenkung bei dem Konsumenten, bei uns also ankommt, sodass die Kaufkraft und die Kauflust vor allem stimuliert wird, sodass wir alle mehr shoppen gehen und dass dadurch die Wirtschaft durch eine Binnennachfrage stimuliert wird. Positiv für die Duisburger Industrie vor allem ist auch die Deckelung der EEG-Umlage, also der zusätzlichen Belastung für die Strompreise. Das ist kein Freudenschrei, der sich Industrie da auftut, aber immerhin ist es eine Planungssicherheit, die unseren Unternehmen gegeben wird. Und es ist in dieser Zeit besonders wichtig, dass die Unternehmen wissen, auf was sie sich da einstellen können für die nächsten 2 Jahre. Ja. Insofern ein guter Schritt. Ja, also es soll ja eben der Motor der Wirtschaft angekurbelt werden. Wird jetzt eben durch dieses Paket der Motor anspringen? Was sagen Sie da? Also es geht natürlich nach wie vor auch um Bewältigung der Krise. Wir haben einzelne Branchen, die nach wie vor existenzbedroht sind. Das ist nach wie vor erhebliche Schwierigkeiten in Gastronomie und Hotellerie. Man muss aber besonders auch denken an die Reisebranche, Reisebüros, Reiseveranstalter, Messeveranstalter, Caterer, Messeausrüster, die werden voraussichtlich in den nächsten Wochen und Monaten kaum, wenn überhaupt, Geschäft machen können. Und da gibt es jetzt weitere Überbrückungshilfen, das ist wichtig. Da werden wir auch Zuschüsse brauchen. Einzelheiten sind ja da noch nicht bekannt. Aber dieser Branche muss über die Runden geholfen werden, auch über Kredite hinaus, weil Kredite müssen sie zurückzahlen. Und es ist eigentlich nicht absehbar, wie das gelingen kann. Also insofern, das ist die Nothilfe, die dort geleistet wird. Und jetzt kommen eben Perspektive, Mehrwertsteuersenkung, das geht schon etwas in die Zukunft, Deckelung der EEG, also der Strompreisumlage, die dort das erneuerbare Energiegesetz hinzukommt. Auch das Thema Ausbildung finde ich sehr wichtig, dass dort Anreize geschaffen werden, dass junge Leute in den Betrieben gehalten werden können und vor allem neue junge Menschen auch angezogen werden können. Da stellen wir aktuell eine große Verunsicherung fest bei den Betrieben, vor allem aber bei den Jugendlichen und den Eltern. Die wissen ja auch nicht, was kommt auf uns zu. Deswegen ermuntern wir als IHK
die jungen Leute, bitte bewerbt euch, geht auf die Betriebe zu, die werden nach wie vor gebraucht. Und die Wirtschaft wird hoffentlich bald auch wieder anfahren können, wobei es eine Etappe sein wird, bis das wieder normal wird. Ja, jetzt hatten Sie es schon angesprochen, einige Branchen profitieren da natürlich jetzt sehr wichtig eben auch davon. Welche Branchen sind das in Duisburg, die da am meisten profitieren? Also profitieren ist vielleicht zu gut gesagt, die werden etwas entlastet. Das ist vor allem die Industrie, die bei uns am Standort ja enorm prägend ist. Die Stahlindustrie, aber auch die chemische Industrie, Maschinenbau, die hängen sehr stark in der Kostenstruktur ab von den Strompreisen. Die haben jetzt die Planungssicherheit, dass sie wissen, die Strompreise werden jedenfalls, was die Umlagefaktoren angeht, nicht steigen. Dann können die kalkulieren. Das ist schon mal wichtig, dass die das können. Wir können damit ausgehen, dass der Handel, Tourismus, Hotellerie profitieren kann von der niedrigen Mehrwertsteuersatz. Das muss natürlich auch mit attraktiven Angeboten dann an uns Konsumenten verbunden sein. Also insofern haben wir dort im industriellen Bereich ein spezielles Paket, das ist auch wichtig, gerade für Duisburg, und ansonsten ein breit angelegtes Programm, was den Konsum stimulieren kann. Ja, und auch den Kommunen direkt wird geholfen, indem eben die Ausfälle bei Gewerbesteuern kompensiert werden. Der OB fordert ja weiterhin auch jetzt kürzlich den Altschuldenschnitt, aber trotzdem kann man jetzt davon reden, dass eben mit dieser Kompensierung da Duisburg als Kommune auch nochmal stark geholfen wird. Ja, das ist ein wichtiger Schritt, weil manche Städte sind wirklich arg gebeutelt, natürlich auch Duisburg, und hier eine Perspektive zu entwickeln. Das ist das schon, das ist gut, weil Gewerbesteuerausfälle drohen, auch Teile der Sozialkosten sollen übernommen werden. Auch das wird Duisburg gut tun. Es ist vielleicht nicht das, was man sich wünschen könnte für Duisburg, aber immerhin, man muss dann schauen, was das in Millionenbeträgen bedeuten kann. Und es wird eine Entlastung sein. Ich glaube, das ist schon ein gutes und wichtiges Signal, weil die Stadt in dieser schwierigen Situation, ich darf es so sagen, einen sehr guten Job macht, auch die Wirtschaft zu unterstützen. Es wird alles getan, dass Arbeitsplätze hier erhalten werden können. Das ist wichtig in dieser schwierigen Zeit. Ja, Sie sagen es, schwierige Zeiten, aber jetzt ein erster Schritt wieder vielleicht in eine positivere Zukunft. Herr Dietz-Felminger, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank.